Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Armored Warfare hier aus Steel Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und ich bin heute allein unterwegs im Team 90 MS. Hab ein paar Zehner mit dabei. Operation Wintersturm ist das Ziel. Wir gucken mal, wie gut es läuft. Ja, schade, dass die Moscow Calling, dass das nicht so funktioniert hat. Ich traue mich da jetzt auch nicht rein und eigentlich muss mal gucken, vielleicht schaffe ich das mal in der Woche, dass ich damit dem einen oder anderen vielleicht nochmal das probiere, dass wir die Mission erfolgreich spielen können und vielleicht eventuell auch sehr erfolgreich abschließen. Nicht nur spielen, sondern auch abschließen. So, hier ist ja jetzt, glaube ich, die Absturzstelle zu sichern von dem soll ich einen Daumen drauf? Ach ja, okay. War mir gar nicht bewusst. Ich meine, dieser Sticker, der da oben auf der Dings ist, ne? Ja, wie gesagt, dass wir da beim Moscow Calling mal ein bisschen Wooling machen nochmal und dann ein bisschen was kriegen. Das wäre schon ganz cool, wenn das klappen würde. Und das eigentlich für ach so, das ist ein komischer Sticker drauf. Von diesem Battle Pass wahrscheinlich. Ja, das kann man ja mal machen. Wer ist denn jetzt bei mir reingekommen? Nicht der? Nicht erwartet, muss ich sagen, dass der mich jetzt noch hier so schwer anhittet. Boah, Nachladen dauert zu lange. Nachladen dauert zu lange an der Scheißbude hier, an dieser Kackbude. So. Ja, die Russen brauchen aber ziemlich lang zum Nachladen. Das gefällt mir so überhaupt nicht, wenn die 15 sind unterwegs, aber ich kriege jetzt mal nicht ab. Da fängt jetzt erstmal der 10er hier, der Objektiv. Ach, das ist ja schon so einer hier. Das ist ja schon einer aus der. Der hat das Ding schon freigespielt. Oh Gott, wie viele Stunden hat er dafür gebraucht? Das ist ja der Panzer, den man, glaube ich, jetzt bei diesem Battle Pass gewinnen kann. Meine ich zu glauben, dass der das ist. Oh, wissen sowieso nicht jetzt gerade. Aber ich glaube, ja, der heißt Objekt 460. Das ist ein Objekt 460 und 94. Boah, Alter, war ein Leck. Was war da denn in der Phase? So, der scheint auch. Boah, was ist denn hier los gerade? Wieso leckt denn das hier wie blöde? Mann. Also der letzte Patch war. Pff, weiß ich nicht, keine Ahnung. Also mir hat er bis jetzt noch nicht gefallen. Oh, steht. So. Also wenn ich jetzt wieder Grafiklecks reinkriege, das hatten sie ja schon mal so extrem, aber richtig extrem, dass du die ganze Zeit Lecks hattest. Und Ruckler. Wenn sie sich das jetzt hier wieder reinprogrammiert haben, na dann schönen Dank. Ich dachte eigentlich, dass durch das neue Studio und so, die wir jetzt dran, mit dran herum entwickeln, dass das jetzt ein bisschen besser ist. Oh, gut, den Kill haben wir nicht gekriegt. Ich glaube, ich habe auch. Ach doch, einen habe ich noch gestellt. So, jetzt habe ich mir erstmal den Jotunfee geschossen. Aber dieser scheiß Magach, der ist nur hässlich, ne? Fahren wir spielen. Ach gut, was ist er denn für einer hier? Ach so, einer ist das, okay. So, das ist ja auch weg. So, da hinten kommen wir mit den Waffen angeeiert. Können wir ja mal noch eine mitgeben hier? Oh. War auch zu viel Munition dabei, der Junge, oder? So, Optik beschädigt, okay. Naja, dann ist das halt so. Und wieder leckt's. Okay, keine Ahnung. Also die Lecks sind ja echt flüssig gerade. Ich hab gerade gar nicht, warum ich die habe. So, ach guck mal, das steht da nur. Juhu, wir haben mal wieder einen Kill gemacht. Ist schön, 9000 Schaden haben wir auch schon rausgehauen, immerhin. Ja, besser mal noch ein Vieh für mich hier nicht. Da haben wir auch mal ordentlich an reingemerkt. Auf der Seite hier. Eieieiei. Also es ist wirklich, wenn viele Lichteffekte oder sowas kommen, dann haben wir mal ganz kurz einen Lag irgendwie. Ich finde das Heck von dem Teil finde ich ja schon irgendwie. Aua. Mehrere Systeme abgestürzt. Jetzt habe ich richtig einige Fenster gekriegt. Den habe ich hier gekriegt. AP-Minen und jeden. Was? Die hätten. Sämtlichen, alles was am Turm dran ist, kaputt gemacht?
jetzt auch mal auf den Drehkranz. So. Wird mich hier nicht. Da muss er im Weich irgendwo. Hier, da, irgendwo, da, was mache ich? Was bist du denn für einen? Ich kann hier leider nur von weiter Entfernung ein bisschen unterstützen. So, gut, die haben wir jetzt noch aufgenommen. Oh, die haben angezündet, sehr gut. Der sieht ja fetzig aus hier. Sieht ein bisschen abgespaced aus, der Panzer. Muss ich ehrlich mal sagen. Oder versteckt sich da jetzt in der Kuh? Jede Menge Leute immer links. Wollen wir mal ein bisschen gucken. So, hier an den Kader fahren. Ich bin schon wieder noch da, wa? So, hier gibt es etliche T15 natürlich. Damit die nicht richtig. Ja, der Schuss nicht gehört, wa? Jojo. Jetzt fährt er irgendwie aus dem Bild. Das ist ja wieder auch einer, ne? Jetzt möchte ich ihn lauten und ich fährt einfach so weg. Ja, das war noch unschauen. Naja, gut. Oh, guck mal, da haben wir noch einen schönen. Achso, der ist wieder. Da hätten wir sonst ein schönes Ziel gefunden. Warum vernichtet? Jojojojojojo. Schieß doch mal hier nicht so den Dreck rein, ne? Der Dreck hat euch nichts getan. Ah, Mist, ich wollte ihn in die Kette ziehen. Das ist wahrscheinlich mit Heat gar nicht so einfach. Doch, hier. Nee. Gut. Vor uns noch alle am Leben? Das sieht so aus, ne? Warum leuchtet der Panzer da so? Achso, jetzt aufgegeben, okay. Gut, dann gehe ich jetzt mal Captain hier, ne? Wir haben noch 8 Minuten. Gehen wir doch mal hier rein und Captain hier den ganzen Laden durch. Und hoffen, dass ich nicht noch weitere Munition brauche. Okay, der steht ja mal. Wie? Was? Wir hätten den jetzt aufgeklärt da hinten. Naja. Ich glaube, das ist der 10. Panzer aus der letzten Mission. Der steht nämlich hier auf der Karte rum. Unser Bergungsteam? Eieiei. Also Leute, ich erwarte einen Patch demnächst, hoffe ich. Also ich wollte heute Abend eigentlich 2 Runden spielen, aber das ist mir echt zu heikel hier gerade. Also du hast wieder diese Soundloops, du hast die Mikro-Lags wieder drin. Ich weiß nicht, von welchen Stand sie das wieder eingecheckt haben bei der Software, aber das ist echt nicht schön. Das macht keinen Spaß. Eieieiei, Tiffy. So, wir haben dicke Panzermission abgeschlossen. Keine Ahnung, Mission Fortune Grinding. Achso, hier, diesen Blödsinn machen wir ja immer noch. Mission Stampfer gewinnen. Okay, keine Ahnung. Also, sind wir ja dabei. Ja, ich habe ja den Battle Path aktiviert, hatte ich ein paar Missionen. Ich bin genug im Mittelfeld gelandet, hätte ich gar nicht erwartet. Also für mich fand ich, das Spiel ging ein bisschen an mir dran vorbei, aber 7000 Spotting habe ich doch gemacht, oder ist das alles Schaden durch Verbündete an Zielen bewegungsunfähig gemacht. Achso, das zählt jetzt mit dazu, okay. Also wenn ich einen tracke, also die Kette ziehe, dann geht das auch so. 5 Stück haben wir Kill Assist, die 7 haben wir Kill Assist, 6 haben wir einen Kill. 710 EP ist in den Details, macht sich das so bemerkbar, dass wir durch das Premium natürlich ein bisschen dann aufgestuft werden. Und hier unsere Catherine Gray kriegt auch noch ein paar Punkte ab. Gut, das soll es denn gewesen sein für heute. Das war eine Runde Armored Warfare hier aus Diegem Studio. Mein Name ist Master Schröder. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like da lassen und ein Abo. Ich würde mich natürlich riesig darüber freuen. Wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis denn. Tschüss.